Hallo zusammen. Wisst ihr, Deutschland ist die goldene Kuh der Super- und der Ultrareichen. Wir sind so blöd. Wir lassen uns ausnehmen wie eine Weihnachtsgans. Und regelmäßig, einmal im Jahrhundert, schießen die unser Land zusammen. Die schießen unser Land zusammen, um uns dann anschließend wieder das Geld leihen zu können, was wir für den Wiederaufbau benötigen. Die haben genug Geld. Und denen gehören die Banken. Und die leihen uns dann das Geld, was wir für den Wiederaufbau benötigen. Ihr könnt gar nicht so böse denken, wie diese Menschen sind. Das Ganze hat ein System. Die schießen uns zusammen, weil sie daran viel, viel Geld verdienen können. Aber sie tun nichts Gutes mit dem Geld auf der Welt. Das könnt ihr daran sehen, dass sie die ganzen Vermögen horten. Und dass die Kinder in Afrika verhungern lassen. Die könnten mit ihrem Geld dafür sorgen, dass in Afrika kein Kind mehr verhungern müsste. Das wäre gar kein Problem. Die müssten einfach ein paar Landmaschinen nach Afrika karren, denen da zeigen, wie man sich Essen anbaut. Wäre gar kein Problem. Aber das machen diese Menschen nicht. Das sind keine guten Menschen, die uns anführen. Aber ihr werdet das erst verstehen, wenn es zu spät ist. Wenn der nächste große Krieg über Deutschland hereingebrochen ist. Denn die USA stellen gerade ihre Armee vor Russland auf. Und die machen das nicht zum Spaß. Die stellen die Armee da nicht auf, nur damit die da rumsteht und schön aussieht. Nee. Ein Krieg beginnt in dem Moment, wo ein Land seine Armee vor der Grenze eines anderen Landes aufstellt. Das ist doch ganz logisch, oder? Denn wenn die Armee da aufstellen, ja, da hat das Ganze einen Zweck. Ja. Die haben einen Plan, den sie verfolgen. Ja. Und ein Ziel, was sie erreichen möchten. Aber ihr versteht die Zusammenhänge überhaupt nicht. Die meisten von euch verstehen die Zusammenhänge überhaupt nicht. Ihr glaubt denen blind, ja. Ihr vertraut blind auf Trump. Dabei ist Trump einer von den 2.153 Milliardären, die es auf der Welt gibt. Es gibt über 7 Milliarden Menschen, fast 8 Milliarden Menschen auf dieser Welt. Und nur 2.153 Milliardäre. Das sind die Schäfer, ja? Und wir sind die Schafe. Die scheren uns, die melken uns, wo sie nur können. Und das deutsche Volk, ja, ist das fleißigste und das friedliebendste Volk auf der Welt. Ja. Und mit uns kann man alles machen. Ja. Wir lassen alles mit uns machen. Immer und immer und immer wieder. Ja. Und wenn ihr jetzt nicht aufsteht, ja, wenn ihr nicht aufstehen wollt und euch dagegen wehren wollt, dann sind wir verloren. Ja. Weil der Plan zur Vernichtung Deutschlands, ja, zur totalen Vernichtung des deutschen Volkes, ja, der wird gerade umgesetzt. Was glaubt ihr, warum die uns seit Jahren mit Ausländern fluten? Was glaubt ihr, warum die durch das Geld, dadurch, dass immer weniger Geld verfügbar ist, sorgen die dafür, dass wir weniger Kinder in die Welt setzen? Unsere Geburtenrate, die ist total im Keller. Die Deutschen kriegen keine Kinder mehr. Das kann man alles steuern durch das Geld. Weil je weniger Geld die Menschen zur Verfügung haben, desto mehr Menschen trauen sich überhaupt nicht mehr, Kinder in die Welt zu setzen. Weil sie gar nicht wissen, wie sie die Kinder versorgen sollen. Beziehungsweise weil sie Angst haben, zu große Einbußen selbst hinnehmen zu müssen. Und dann setzen sie lieber keine Kinder in die Welt. Das ist Psychologie. Ihr versteht die ganzen Zusammenhänge überhaupt nicht. Aber ihr glaubt immer, ihr wisst alles besser. In Wirklichkeit habt ihr überhaupt keine Ahnung. Ihr habt keine Ahnung von dem, was auf der Welt passiert. Die Geschichtsschreibung, die ihr kennt, das ist eine gigantische Fälschung. Das ist eine gigantische Fälschung. Aber das erfährt man nur, wenn man viele Bücher liest. Denn in Büchern, da wird die Wahrheit transportiert.
das, was man uns gelehrt hat, ne, mit unseren Schulgeschichtsbüchern, ne, das ist nicht die Wahrheit. Ne. Das ist das, was wir glauben sollen. Das ist das, was wir glauben sollen, was in der Geschichte passiert ist. Ja. Denn wir wissen ja gar nicht, was in der Geschichte passiert ist. Wir waren ja nicht dabei. Aber es gibt andere Bücher, die erzählen eine ganz andere Geschichte. Und diese Bücher, die erzählen uns, dass man unser Land einmal im Jahrhundert wieder in Grund und Boden bombt, damit wir es wieder aufbauen. Ja? Damit man wieder viel Geld an uns verdienen kann. Es geht immer nur ums Geld. Ja? Auch in der Politik. Es geht immer nur ums Geld. Und wenn ihr das nicht versteht, dann sind wir verloren. Unser Land, unser Volk ist verloren. Ja? So gut wie. Weil er alle darauf hofft, dass Trump uns rettet. Ja? Was hat Trump denn? Warum soll der uns denn retten? Dem ist unser Leben doch scheißegal. Der hat immer in Saus und Braus gelebt. Ja? Der ist einer von 2.153 Milliardären auf der Welt. Ja? Und der hat die Kohle auch immer nur für sich behalten. Ja? Er hat nie was Gutes damit getan. Ja? Warum glaubt ihr, dass Trump was Gutes für uns will? Warum? Seid ihr verrückt? Ihr könnt alle nicht mal richtig denken. Ihr könnt alle noch nicht mal wirklich logisch denken. Ihr glaubt denen jeden Scheiß, den die euch erzählen. Ja? Und das wird euer Untergang sein. Ja? Das wird unser Untergang sein. Eure Gutgläubigkeit, eure Blauäugigkeit. Ja? Ich habe keinen Grund, euch anzulügen. Ich habe überhaupt keinen Grund, euch anzulügen. Warum sollte ich euch anlügen? Ich kann euch nur das mitteilen, ja, was ich selbst in Erfahrung gebracht habe. Ja? Ich kann euch nur das mitteilen, was ich gerade sehe, ja, was auf der Welt passiert. Aber wenn ihr mir nicht glauben wollt, ja, dann tut's mir wirklich leid. Ja? Dann tut's mir wirklich leid. Dann werdet ihr eine ganz, ganz böse Erfahrung machen müssen. Ja? Nämlich die Erfahrung, dass wieder ein Krieg über unser Land hereinbricht. Und diesen Krieg bereiten die gerade vor. Jetzt könnten wir diesen Krieg noch verhindern. Ja? Jetzt könnten wir alle, ja, zusammen aufstehen und uns dagegen stellen. Ja? Wir müssen die Arbeit niederlegen. Und dann fahren wir mal mit 80 Millionen nach Berlin, ja? Und protestieren da. Dann haben die keine Möglichkeit mehr, uns in Grund und Boden zu bomben. Weil die ganze Welt wird es mitbekommen. Die ganze Welt wird es mitbekommen. Und dann können sie diesen Krieg nicht vom Zaun brechen. Ja? Aber ihr vertraut der Propaganda. Ja? Ihr vertraut der Propaganda, die diese Menschen machen. Ja? Durch die Medien, ja? Durch die neuen Medien, wie auch durch TV und Zeitung und Radio. Ja? Ihr glaubt denen immer noch jeden Scheiß. Ja? Ihr glaubt denen immer noch jeden Scheiß. Aber einem aus eurer Mitte, der sich wirklich viele Gedanken um diese Welt gemacht hat, der sich viele Dinge angesehen hat, viele Bücher, und der aus diesem Wissen, was er daraus gezogen hat, der sich da ein eigenes Bild von der Welt gemacht hat, dem wollt ihr nicht glauben. Ihr seid vollkommen verblödet. Ihr seid vollkommen verblödet. Und das wird euer Untergang sein. Es wird euer Untergang sein, das verspreche ich euch. Nächstes Jahr um diese Zeit. Nächstes Jahr, Ende November, Anfang Dezember. Da werdet ihr an meine Worte denken, wenn ihr dann noch lebt. Ihr werdet dann an meine Worte denken. Und dann wird euch klar werden, dass ich derjenige bin, der wirklich euer Bestes wollte. Und dass Trump ein Verräter war. Er hat euch schon verraten. Er hat vor ein paar Tagen erst die Ölquellen in Syrien besetzen lassen. Durch sein amerikanisches Militär, durch seine Soldaten. Und das ist ein kriegerischer Akt. Er hat also sein Versprechen, keine Kriege mehr zu führen, schon gebrochen. Aber ihr vertraut ihm weiterhin.